Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Abyss. Wie man sieht, ist gerade Nacht geworden und die Ghouls hier, die verletzen sich an den Dorn, also wenn sie denn mal reinlaufen würden. So, und während jetzt die ganzen Folgen liefen, die ihr schon gesehen habt, sind natürlich im Hintergrund Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil da oben was steht und ich gerade gleichzeitig was erzählen wollte. Also, während ihr die ersten Folgen gesehen habt, die ich produziert habe, wurden im Hintergrund natürlich die ganze Zeit Updates eingespielt und so. Das heißt, es gibt Verbesserungen. Zum Beispiel greift der Hund die Fee nicht mehr an. Ich weiß zwar nicht, warum er plötzlich draußen ist. Anscheinend habe ich ihn rausgelassen, habe ich vergessen. Aber die beiden hier, die gehen nicht mehr völlig steil. So. Okay, jetzt habe ich nur noch schlechte Stimmung. Wie sieht das denn aus? Habe ich eigentlich gerade Hunger oder so? My Inventory. Ah, schau mal hier. Es gibt also erstmal in meinem Inventar Neuigkeiten. Ich werde erstmal ein bisschen was essen. So. Was ist das? Mr. Weasels Busel. Okay, das macht einen wohl eher betrunken. Big Empty Bottle. Okay, die sind leer. Big Milky Water. Okay. Gehen wir doch mal zum Feuer. Zum Feuer. Da ist Fleisch drin. Okay. Ich könnte da diese Flaschen mit dem Milky Water reinmachen. Ich glaube jetzt... Was macht der? Und dann kann ich das hier anmachen und kann sagen... Ist das Big? Big. Ah, okay. Einer dieser Ghouls ist hin. Das ist sehr gut. Und die Fee hat meinen Hund geheilt. Geil. So, dann mache ich mir mal eben schnell Trinkwasser, damit ich was trinken kann. Und schau mal, was der Ghoul mit sich trägt. Was zum Essen, irgendwelche... Ah, Resurrection Spell, das ist gut. Und... Oh. Komm mal mit rein, Dicker. Komm, Hund. So. Jetzt schaue ich mal gerade erstmal. Ich habe noch Bandagen. Und ich habe 23 leere... Ah, okay. Das Dosenproblem hat sich anscheinend gelöst. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich die... Nein. Dann drücke ich auf Feed. So, und jetzt kaddel ich den mal ein bisschen. Kaddel, kaddel. Ah, guck mal da, das lässt seine Stimmung ansteigen. So, seine Gesundheit, die ist jetzt auch nicht unbedingt die beste. Und er hat Hunger. Gut, das ist ja alles halb so wild. Ich nehme hier als nächstes mal Food.
Okay, das hat ihm jetzt so viel nicht gebracht, aber kann ich ihm das hier geben? Ja, kann ich. Okay. Jetzt gebe ich ihm noch Wasser. So, und seine Gesundheit, die wird schon. Oh, meine Gesundheit ist auch ein bisschen down. Okay, wenn ich das esse, dann kriege ich Energie dazu. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich heilen. Genau, ich habe das hier. Ich habe die Verbände im Feuer gelassen. Das bringt mir natürlich herzlich wenig. Das kann ich übrigens auch wieder ausmachen. Das muss nicht die ganze Zeit vor sich hin burnen. Burn, burn. So. Okay, wie man sieht, kann ich die Nacht wunderbar überstehen. Und es ist noch nicht mal Nacht, es ist erst 18, also ne, kurz vor 19 Uhr. Aber dennoch habe ich hier schon Angriffe. Die Position hier ist aber taktisch echt klug. Ich muss also, sobald der Tag heranbricht, noch mehr Spikes, noch viel mehr Spikes. Und während wir jetzt warten, kann ich ja mittlerweile noch irgendwas machen. Jetzt kann ich schlafen. Okay, ich probiere das mal. Sorry, Animation. Coming soon. Es könnte, also die Animation ist noch nicht da, aber ich denke mal, Energy ist auch auf 100, deswegen. Aber das ist ziemlich geil, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Okay. Oh, ich habe pausiert. Okay, alles klar. Schauen wir doch mal in die Open. So, hier ist nur Metall drinne. Und da? Useless at the moment. Okay. Habe ich noch irgendwo Holz zufällig? Nö. Gucken wir doch mal, was man jetzt so alles bauen kann. Vielleicht sind ja neue Sachen hinzugekommen. Also, wir beginnen mal hier ganz oben. Projectile Bull. Projectile Bullet. So. Das ist ziemlich geil. Aber war, glaube ich, schon da. Hedge Wood, Hedge Bunker. Ja, ich glaube, Hedge Wood ist auch neu. Ich gucke gleich mal, ob man das mittlerweile bauen kann. Oh, schauen wir mal hier. Ein Brunnen. Dafür brauche ich 80 Holz, 600 Stein und ein bisschen Arbeit. Okay, aber es ist ja sinnvoll, dass so ein Brunnen viele Steine und so braucht, weil sonst hast du den direkt am Anfang und das wäre ein bisschen blöd. Ich könnte ja mal gucken, ob ich jetzt hier diese Türme bauen kann. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier alles? All möglichen Kram, aber nicht das Steine. Das ist schon mal gut zu wissen.